Hallo Leute, Markus, Heinz und ich sitzen gerade hier im Auto und ich sollte noch ein Video aufnehmen. Die Klagepaten haben mich darum gebeten. Wie ihr alle wisst, wird am Mittwoch über die Änderung im Infektionsschutzgesetz abgestimmt. Auf der Klagepatenseite habt ihr ab sofort die Möglichkeit, ein Schreiben zu erstellen, welches direkt an den Bundestagsabgeordneten eures Wahlkreises gerichtet ist. Die Klagepaten haben eine Möglichkeit geschaffen, dass ihr dieses Schreiben vorab per Fax an das Abgeordnetenbüro senden könnt. Es ist darüber hinaus aber wichtig, dass ihr dieses Schreiben auch ausdruckt, selbst unterschreibt, in einen Briefumschlag steckt, eine Briefmarke draufklebt. Die Adresse findet ihr automatisiert im Schreiben, ist also sehr einfach. Und dann ab zum Briefkasten. Der Brief ist wichtig, weil ein unterschriebener Brief im wahrsten Sinne des Wortes mehr Gewicht hat. Wir bitten euch vor allen Dingen eindringlich, Vorwürfe und Vorverurteilungen vertiefen nur die Gräben. Darum ist es umso wichtiger, sich immer wieder zu sammeln, durchzuatmen und sich auch auf den Stuhl des anderen zu denken, bevor man handelt. Mit dieser Haltung ist auch der Brief verfasst auf der Klagepatenseite. Selbstverständlich ist das von uns nur ein Vorschlag. Ihr könnt selber schreiben, wie ihr das für richtig haltet. Aber wir denken, wenn man es freundlich formuliert und einfach darum bittet und sagt, Mensch, denkt noch mal drüber nach, ob das tatsächlich gesetzt werden soll. Insbesondere die SPD-Bundestagsabgeordneten und Bundestagsabgeordneten sollten darüber nachdenken, ob sie dieses Gesetz tatsächlich durchgehen lassen, denn aus meiner Sicht wird die SPD kaum noch Chancen haben, über die 5%-Hürde bei der nächsten Bundestagswahl zu kommen, wenn sie hier zustimmt. Ihr könnt aber auch natürlich jederzeit euren eigenen Brief formulieren und versenden. Am allerwichtigsten ist es, dass wir nicht nur zuschauen und abwarten, was passiert, sondern dass wir selbst aktiv sind. In diesem Sinne danke ich euch, dass ihr da seid, dass ihr so aktiv seid, dass ihr uns unterstützt, dass ihr zu unseren Demonstrationen kommt, dass ihr Dinge macht, dass ihr jetzt diesen Brief schreibt. Ich danke euch natürlich auch dafür, dass ihr für die Klagepaten immer wieder Geld bereitstellt, damit wir diese ganzen Sachen machen können. Die Spenden sind wichtig, weil das Ganze läuft im Wesentlichen ehrenamtlich, aber wir brauchen natürlich, wir müssen hier zum Beispiel die Faxe bezahlen, wir müssen die Formulare, die erstellt werden, bezahlen und so weiter. Ich danke euch sehr dafür und ich hoffe, dass viele von euch diesen Brief tatsächlich schreiben und abschicken, damit die Bundestagsabgeordneten wissen, was die Menschen im Volk denken und dass sie über dieses Infektionsschutzgesetz noch einmal nachdenken sollen. Vielen Dank und wir sehen uns bald. Bis dann. Ciao.